Willkommen zurück, meine lieben Freunde des Gamings und des Unterhaltungswerts auf YouTube. Du Röhre. Ja, wir sind da. Ich bin der Dennis, das war's der Max. Und, moin, Kinders. Moin, Servus, moin. Wie gehen eigentlich diese Dinger? Oh ja, so gehen die, okay. Wie nice, dass du gleich 16 kriegst. Ja. Das ist jetzt was? Das wird jetzt so eine Art Strandbar. Ja, das ist das Problem, wenn du diese... Das ist da halt einen normalen Block hinsetzen an der Stelle. Oder so. Ist einfach Junge, das Brain einfach, Junge, ne? Ich bin einfach nicht das Brain, ich bin einfach... The Universe! Ja, und dafür herzlich willkommen zu deiner Mission wieder. I'm on the top of the mountain of the Universe! Ah! Ich glaube, der Schreiber war anders, aber egal. Wir machen es einfach einmal links rum. Einmal komplett. Muss auch eigentlich. Ich wäre fast runter, weil Jesus, meine Mutter ist Maria. Ich glaube, da hilft dir dann auf jeden Fall nicht. Obwohl doch, das wirst du überleben. Wie habe ich das da drüben überlebt? Das da, wo ich diesen Loch gefallen bin, 3000 Meter. Bist aber nicht so tief gefallen wie jetzt von hier vom Doch, Haus. Doch. Das war glaube ich, sogar noch tiefer da drüben. Doch. Ja, doch, stimmt. Was soll ich jetzt sagen? Ich hab doch schon Jesus gesehen. Muss übrigens irgendwann da, weißt du noch, dann in unserem Dorf. Es gibt ja noch. Ist das doch ausgereicht? Ich bin einfach Gott. Ja. Es gibt ja diese Fleischerei noch und es gibt die Bäckerei und die gefallen mir auch gar nicht. Die muss ich noch überarbeiten. Ja, und du musst ein Haus überarbeiten. Naja, eigentlich nur Dekoration machen. Ja. Den Rest nicht ohne Tür rein. Was ich jetzt geplant habe, jetzt für die letzte Folge, wo ich jetzt aufnehme. Wo du zockst. Genau. Erreicht man die Truhe eigentlich, wenn man hier jetzt. Ja, okay, man kann auch ganz easy Diebstahl. Nix die Diebstahl! Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn es so Schlüssel gäbe und dann könntest du Truhen verriegeln. Das war ohne Spaß, weil. Und was ist, wenn du dann einfach mal aus den Schlüssel vertauscht und denkst du so. Hallo? Ja, wie? Keine Ahnung, Mann. Ich hab. Das müssen sie dann halt so implementieren, Mann. Es war ja nur ein Vorschlag. Sie müssen mich ja nicht gleich anbrühen hier, ne? Alter. Warte. Fuck. Ja, aber irgendwie sowas wäre auf jeden Fall ganz nice, dass man irgendwie so. Die Theke ist geschlossen. Ich meine, eigentlich gibt's das ja praktisch schon. Junge, ich bin. Junge, ich lasse es einfach so. Junge, das ist einfach der beste Strandbar-Ding, die ich. Weil, Junge, Theke ist offen, Theke ist zu. Ja, nur warum ist das dann da unten noch? Na, damit man nicht drunter sehen kann und unter dieses. Das sind jetzt irgendwie echt ein bisschen awkward viele. Also für meinen Geschmack sind das jetzt awkward viele Falltouren. Passt schon. Falltüren, habe ich gerade Falltouren gesagt. Ich glaube ja, oder falsch. Oh mein Gott, Leute, ich bin aber behindert. Ja. Ich schmeiß mal hier meine Packung Katja Joghurt ganz weg. Katja Krasavitze wurde vernascht. Und ja. Cringe-Kompilation. Eine Cringe-Zusammenfassung. Ja. Jetzt denke ich, meinten, hä? Max kann Englisch? Ja, halt deine Fresse, Opfer. Hä? Jesus ist doch nicht dein Ernst, Jesus. Ich muss mir mal noch mal dieses Video angucken, irgendwie von Varion. Das heißt, irgendwie, wenn man kein Englisch kann, wird bestimmt auch los. Hast du es gesehen? Ich glaube, ich habe irgendwas so eine Art gesehen von ihm. Irgendwas so eine Art von. Digga, entweder hast du es gesehen oder nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich meine mich. Hä? Hier ist nicht. Hä? LOL, da wurde die Mauer nicht fertig gebaut. LOL. Ich mach das einfach nebenbei mal ganz kurz. Obwohl ich dachte ganzen, wirklich, die wäre fertig gewesen. Obwohl es meinen ganzen Plan. Das haben wir jetzt ungefähr für 7 Jahre nicht bemerkt. Ja, genau, wir sind halt dumm. We are damp. We are the one. Was war denn das nochmal für ein Song? Ich hab keine Ahnung. We are the one. We are the warriors. Ja, my name is Joachim from Hammerfall. Ihr merkt, ich bin behindert. Ja, genau. Ihr merkt, wir sind ja verbindet. Ja, Leute, ich weiß auch gar nicht, warum ihr eigentlich irgendwas guckt. Guten Tag, Digga. Das ist eigentlich jetzt noch schlimmer. Das ist einfach ein Turm da oben. Der ja, das sieht wirklich aus wie ein Turm. Ein Turm auf der Festung. Ja, das wird ja Sinn machen. War jetzt nicht dumm. Ja, hier oben war wenigstens früher mal was. Ich weiß nicht, da waren die Zimmer. Betten.
Mehr nicht. Ah, ja, stimmt. Ja, das hey, war. Ja! Das war aber besser als jetzt, wo nichts mehr ist. Da könnte man auch noch was reinbauen. Also logischerweise wären dort mehr Truhen, aber die Frage ist, was machst du da? Ich baue es jetzt hier drin. What are you doing? Put the cookie back! I don't get the joke. This was from a movie with Arnold Schwarzenegger. Ich bin der Präsident. Junge. Das war vor allem von den Simpsons. Ich bin der Präsident. Wenn da irgendwie dieser Präsident so redet wie Arnold Schwarzen. Egal, ich sag es langsam, damit es nicht komisch klingt. Sah eigentlich auch aus wie er? Ein bisschen. Deswegen. Simpsons, die kommen irgendwie nicht auf klar, das sind irgendwie 28 Staffeln. Ich würde sagen, die Treppe baue ich dann hier so hoch. Hier so. Jetzt, eigentlich können wir auch Leitern machen. Nee. Ich berühre die ganze Zeit das Mikrofon, aber sorry. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, was für ein Gebäude ich im nächsten auf der Structure mitbauen werde. Wie kommst du jetzt gerade random da drauf? Weil du sagtest Leitern. Und mir ist eingefallen, damals gab es ja ein Gebäude, wo auf dem Scheiß-PC noch von damals auf der Superflach. Was ist denn der Scheiß-PC? Auf dem alten Mac-PC, wo wir gezockt haben. Augi. Junge. Augi-Gi. Kennst du noch nicht diese Map? Kennst du noch diese Map, wo ganz viele Enchantment-Tables drin waren mit ganz vielen Betten und so und oben dann dieses Golddach da drauf war? Willst du es da bauen? Ja, auf schon. Ich würde euch aber empfehlen, guckt euch die Folge nicht an. Erstens bin das nur ich gewesen in dem Video und nicht Max. Und zweitens war ich einfach richtig dumm. Und zweitens einfach. Wie gesagt, 2 Frames pro Sekunde. Ja, Mann. Laggy as hell. Der Witz ist, in dem Video sah es eigentlich noch schlimmer aus, als es wirklich war. Es ist zwar in Wirklichkeit auch laggy gewesen, aber im Video sah es irgendwie nochmal 3-mal so schlimm aus. Check ich auch nicht eigentlich. So, hier kommt dann, Ja, ist vielleicht sogar wirklich besser, da hinten die Treppen hinzumachen und nicht da vorne, weil da vorne ist irgendwie... So... Obwohl, sieht das... Nee, alles gut. Ja, sieht okay aus, finden Sie? Ich finde, das sieht okay aus. Ich will heute irgendwie meckern, ne? Ich bin halt hier so ein alter Prick. Okay, Boomer. Nein, Spaß. Okay, Boomer! Darauf erstmal einen Schluck Eistee für sich. Max hat einfach 2 Liter getrunken in der Zeit, in der ich einen halben getrunken habe. Ist, by the way, vegan. Unge? Unge gönnt sich das. Ich weiß gar nicht, ob ich noch genug Zeit habe, um überhaupt hier... Obwohl, nee, doch. Ich kann dann noch. Ne, weil ich muss ja jetzt eigentlich mindestens 2 Stunden warten, bis ich den nächsten Energy trinke und ich spare mir den für morgen auf. Ich trinke einfach einen nach dem anderen. Direkt fast, ohne Pause? Ja. Du gönnst einfach richtig geil Diabetes. Ja. Jetzt bin ich derjenige, der das Rezept für Zäune vergessen hat. Ich kann dir nicht helfen, ich bin nämlich scheiße. Ja. Spaß. Das sind sie. Ja, siehst du, ich hätte es eben hier jetzt nicht sagen können wieder. Ich weiß nicht, wie du das nicht merken kannst. Junge, ich habe einfach ein Gedächtnis in Goldfisch, einfach wie Peter Smith, ne? Ich laber so irgendwas durcheinander. Auch. Peter Smith ist übrigens der Einzige, der ein schlimmeres Gedächtnis hat als ich. Und Peter Smith bist du. Dann wäre ich auch ein fetter Bastard. By the way. Ja. Okay, hier steht was ich echt feier für 1.16 Update. Wo schießt das Feuer? Hier steht Weltgenerierung, das alte Nether-Biom heißt jetzt Nether Wastes. Warum haben wir? Und als zweites steht hier, Schiffswracks und Ozeanruinen sind jetzt seltener. Dankeschön, Mojang. Weißt du noch, wie häufig diese Schiffswracks waren? Ja. So überirdisch normal, so unnormal. Also die waren übertrieben häufig. Vor allem, die waren ja wirklich überirdisch, ne? Die waren wirklich überall. Okay, also da sind wir schon mal gespannt auf 1.16. Meine Friends, und ja. Ansonsten müssen wir eigentlich nochmal gucken bei geplanter Spiel in der Rente. Ach, fuck! Beep spielt Battlefield 3. Fuck! Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Beep ausgebiebt wurde, ich habe ihn nämlich einen Hu genannt.
Nein, Spaß. Warum sind sie da weiß ganz unterschiedlich? Warum bist du jetzt nicht plötzlich von deinem Haus wieder hier hingekommen? Because I have a, warum brauche ich einfach, was ist mit mir los? Ich kann doch richtig scheiße. Du bist gerade so wie ich, ich kann auch mal nicht treffen. Was ist los mit mir? Ich treffe nie bei der Du triffst auch bei der Bitch nicht. Okay, ja. Ab 18 plötzlich jetzt hier? Tschüss! Hä? Ich glaube, Junge, dieser Pfirsich kickt gerade an. Ach Mann, ey, das ist doch zum Jesus-Maken. Für alle Christen, die können wegschalten. Ist mir scheißegal. Savage! Blasphemous. Geplante Spielelemente, so. So! Haha! Ja, okay, nee, lol, das ist ja... Das haben wir schon geguckt. Das ist sehr interessant, das kannte ich noch nicht. Okay, ne, also jetzt mal ohne Spaß. Kampfsystem wird nochmal überarbeitet. Es gibt also noch ein zweites Combat Update 2.0. Mir mittlerweile egal. Ich finde es jetzt eigentlich, ich habe mich voll krass dran gewöhnt. Ich habe es gesehen, ja, behindert. Ich glaube, ich muss richtig hart kacken. So, also jetzt haben wir hier, also wie gesagt, da, die Mountains Bergbiom wird halt nach 1.16 verbessert. Das wurde bei Minecon 2019 gewählt. Als Biom. Und dann werden nämlich tiefer Schnee hinzugefügt. Ja. Ziegen. Ja, und eine bessere Generierung. Und dann gibt's noch halt hier die Wüsten und die Savannen und die Sümpfe und die Tafelberge werden so viel später noch aktualisiert. Ich glaube, in den Wüsten gibt's unter anderem halt so Sträuße. Strauß? Die gibt's dann und noch irgendwas anderes. Nee, in der Savanne waren die Sträuße. Und ich glaube, Termiten gab es in der Wüste oder so. Okay. Nee, ich habe keine Ahnung, Leute. Guckt einfach selber nach, ich bin gerade zu inkompetent. Ich laber hier irgendeine Scheiße. Der Dennis ist einfach dumm. Ich bin einfach scheiße. Und dann gibt's natürlich, soll es natürlich noch Funktionen geben für diese ganzen Dorfbewohnerblöcke, die noch keine Funktion haben. Dorfbewohnerblöcke? Ja, hier Schmiedetisch und diese komischen Tische, die nichts machen, wenn man draufklickt. Sieht auch irgendwie strange aus, ne? Was machst du denn jetzt da gerade schon wieder mit dem Wasser, Dude? Das soll eine Dusche werden. Ah, okay. Jetzt mal Spaß, warum machst du dein Haus nicht mehr? Because, manchmal krieg ich einfach so einen Gedankenblitz, wirklich jetzt, no joke. Den ich jetzt so, okay, eigentlich will ich daran was bauen, bevor ich es vergesse, mach ich es einfach direkt. Ich habe ein Gedächtnis wirklich wie so eine Eintagsfliege. Nicht wie ein Goldfisch, so wie ich. Junge, ich habe ein Gedächtnis wie ein Stück Scheiße einfach. Ich bin auch eins. Soll die Dusche werden? Das sieht aber irgendwie komisch aus. Ist eine Badewanne. Achso. Ist ein Eckbadewanne hier so. Ja, als ob man so reinscheißt. So. Mach ich auch immer, wenn ich dusche. Oh, das ist disgusting! Wenn ich dusche, mach ich so. 300 Dezibel, so Krakatau sagt, das war ja harmlos. Ich war ja harmlos noch. 20.000 Hertz. Ja, oder auch das. Oder das Gegenteil, ein Hertz. Nee, das ist dumm. Und das Gegenteil. Mein Arsch. Ein Herz klingt übrigens richtig krank, Leute. Man kann es nicht mal richtig hören. Ein Herz, das besitze ich. Presse! Jetzt geh noch mal ganz kurz erstmal zum Metzger. Wo war der? Da hinten. Da. Und dann noch zur Bäckerei. Und dann sag mal, was noch nicht so gut ist. Eigentlich fast alles, aber okay. Sie haben so viel Platz, ne? Also hier könntest du... Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da nicht irgendwas weitergemacht habe. Da hätte einem ja wirklich was einfallen können. Ich glaube, es war zwischendurch wirklich so, weil wir so oft pausiert hatten und nie wöchentlich gemacht hatten. Ich glaube, hier könntest Deswegen du... Deswegen kommen wir mit dem Bau nicht weiter. Hier könntest du eigentlich so, hier unten, könnte man so hier dieses Lagerfeuer hindern. Dann dampfst du nach oben und hier hast du so einen Beta-Rahmen, wo du dann so da hinlegst, dann so Fleisch drauf. Und dann, ja, lol. Und dann machst du einfach nur so... Und du machst einfach nur so... Hand, Digga, das tut Wobei, wenn wir ja wirklich korrekt sein wollen, wird natürlich bei der Metzgerei das Fleisch nur bearbeitet und geschnitten und alles. Und nicht gekocht und alles. Aber ist auch scheißegal. Okay, dann machen wir einfach nur... Boah, hab ich gerade geräumt, Leute. So, und die Bäckerei? Die ist da, du weißt schon wo. Ja, genau, da hinten. Da, wir müssen eigentlich mal wieder Optifine installieren. Ich war wirklich gerade dran, so. Ja, beim nächsten Mal installieren wir das mal wieder. Beim nächsten Mal, Kinders, beim nächsten Mal. Ja, na klar. Also hier, wie viele Öfen sind da drin? Ja, das mit den Öfen ist natürlich... Was mir natürlich nie früher eingefallen ist, man kann natürlich,
Man könnte natürlich da Kuchen und so weiter platzieren und alles. Warum mir das nicht eingefallen ist, keine Ahnung. Was man hier machen kann, ist zum Beispiel, du machst dich so einen Bilderrahmen und dann machst du einfach das Brot oder so rein, so. Okay, dann ich jetzt auf. Ja, nee, aber ja. Ja, oder du machst hier zum Beispiel eins davon weg. Kennst du das so bei der Bäckerei, wenn du so reingehst und dann haben die so oben so eine Ansicht, was sie so anbieten, zum Beispiel so. Ja. Du machst einfach so einen Bilderrahmen, machst einfach so Brot, Kuchen, Kekse. Und die Frage ist sowieso, warum da die Theke ist und nicht weiter drin. Brot, Kuchen, Kekse, weißt du, machst du einfach so alles ja, rein. Aber you know what I mean? Ja, so musst du auch beim Metzger musst du es auch machen, ja? Rein, Metzger natürlich auch. Kommst du rein und siehst so ein fetter Typ vor dir mit so einer weißen Schürze. Das ist Schwabbelschwab. Mit so einer weißen Schürze voll mit Blut und mit so einem Beil und dann so. Und wer ist nur hier? Und das ist dann der Henker? Nein, Schwabbel. Das ist einfach. Der Folterer. Und hier der Bäcker, da kommst du rein. Die haben so. Ja, guten Tag, hallo, was kann ich mich annehmen? Und hier hinten ist so das Lager, dann machst du hier so noch eine Wand. Das ist da hinten mit dem einen Bett, das ist total dumm dann und so man, richtig dann stellst du das Bett stellst du so hin, machst du hier so eine Wand, Tür, ja, machst du so Privatschild dran, dann machst du. Du fackelst du gerade so übertrieben mit deinem Maus. Siehst du von hier nach da, ja, dann machst du hier so die Öfen hin, ja, dann ist hier so ein Lager, die Öfen machst du hier noch so ein bisschen hin, ja, und dann machst du hier so die Theke rein, hier so alles zu schön, na, dann kommen die Leute rein, das ist so eine normale Tür, sag ich jetzt mal. Der soll ich im Winter. Oh, ich wollte mich gerade umdrehen. Ja, das noch mal langsamer, bitte. Guck mal, du machst das Bett so hin. So, ja, senkrecht. Machst du hier so eine ganze Wand, so bis hoch, und machst du so ein Schild mit Privat dran. Ziehst die Öfen einfach einmal hinten. Und die Seite auch. Und dann hinter den Öfen machst du so ein Lager mit Truhen, so mit dem ganzen Stuff, der drin ist, ja? Okay. Dann machst du hier so vorne, vielleicht hier, wo die Öfen sind, oder vielleicht schon ein bisschen davor. Machst du dich so zu? Machst du vielleicht ein bisschen Glas und so ein bisschen, ja, ein bisschen das Feeling reinzubringen? Glas, eine Tür. Machst die Werkbank hier auf jeden Fall weg? Die Theke einfach hier hin klatschen. Machst du einfach so. Ey, du willst ein Brot? 6 Euro. Jalla, du gehst raus. 6 Euro. Ein Brot für 6 Euro. So. Junge, und dann einfach, die wollen auch, keine Ahnung. Beim Metzger, du machst hier, ja, ich hätte gern 1 Kilo Hackfleisch. Zack, 70 Euro. Alter. Bucherpreis, Alter. Eine Inflation einfach. Wirtschaftskrise. In unserem Dorf Wirtschaftskrise erstmal. Ja, wenn er keiner lebt oder so. Ja, Leute, wir sind halt auch so kackies, wir sind halt auch so scheiße, dann gibt's natürlich erstmal eine Wirtschaftskrise, das war klar. Leute. Obwohl wir nur 2 Leute sind. Wir sind einfach genau so kackies. Nein, Spaß. An alle, deren Ohren jetzt kaputt gegangen sind. Hallo! Wie soll ich sagen? Bitteschön. An alle Ohren, die gerade kaputt gegangen sind. Bitte! Ziska von Becken. Bauer. Ziska von Becken. Oh ja. Hallo? Dankeschön. Deine Mutter. Was magst du benutzen? Deine Mutter. Und das werden jetzt 2 neue Räume, oder was? Genau, es werden so 2 neue Schlafzimmer. Hier wohnen der Bäcker und der Metzger. Und hier drüben, hier drüben wohnt dann sozusagen auch nochmal der Bauer. Oh, das gefällt mir eigentlich nicht so schlecht. Und hier hat er, der Bauer hat natürlich 2 Betten. Warum? Genau, denn der Bauer sucht Frau. Das ist ein fetter Achso. Wer lacht, Junge? Hörst du dich gerade so komisch? Ja, die super Flachfolge. Also, wie du lachst, Junge. Ja, das lachen wir auch schon. Voll, okay, das war mir gerade schon echt geil. Er sucht eine Frau und ich so voll für der Bastard ist. 2 dumme, 2 verschiedene Gedanken, aber das Ergebnis ist dasselbe. Aber ein Gehirn. Warum ist eigentlich eine Steinschaufel drehen? Warum? No joke. Sieht sie wie im Wasser. Tischwackel, hallo? Tischwackel! Der hätte ein bisschen mehr Platz, kann sein. Ja, wie gesagt, für einen Filterbass.
Ist egal? Ist eigentlich nicht egal. Ne, ist eigentlich wirklich nicht egal, ist echt ein bisschen klein. Anders als mein Beschreiben Sie mit Worten Ihren Gesichtsausdruck? Ein schwarzes Loch. Also ich hätte es so beschrieben. Du bist einfach auch einfach ein Opfer, das ist... Ja. Da kann man... Warte mal. LOL! Ja, man kann da drauf springen. Hüpfi, hüpfi, hm. Also ich finde das lustig. Wisst ihr, was das ist? Wir sind schon wieder dumm in dieser Folge. Wir halten mal unsere Fresse jetzt. Ein Pi... Das ist aber ein Pizza. So dumm einfach nur. Ja, Mann. Wer erschreckt sich so? Achso, nur mal so, by the way, wir hoffen übrigens, der Game-Sound ist in Ordnung, beim letzten Mal war okay. Ja, wenn nicht, wenn er jetzt nicht okay ist, halt einfach auf. Witz ist, wir können es echt schlecht erklären, aber glaubt es uns einfach, wir können nicht richtig abhören. Und wenn ihr es nicht glaubt, ne? Einfach eine Schnauze. Also, beziehungsweise, wir können es auch nicht live abhören, während wir zocken. Das ist nämlich ein anderer Input und alles. Wir haben hier so eine komische, wie nennt man das denn? Nicht Verkabelung, Routing, genau. Netzung. Also unser Audio-Routing ist ein bisschen beep, beep. Was? Beept up. Oh. Ein bisschen durcheinander. Aber naja. Ich muss auf jeden Fall pinkeln. Wieder? Ja. Der Typ säuft, er hat schon 2,5 Liter getrunken, ne? Es waren einfach 7000 Kubikliter. Kilo Kubikliter, halt deine Fresse. Ich hab Kubikliter gesagt, nur wenn du dich durch so lassen, dann krass ich aus. Hier kommt das Bett hin. So oder doch lieber waagerecht? Keine Ahnung. Das ist eine Frage an die Mythbusters. Bin nie geguckt, müssen wir mal gucken. Ja, war eigentlich ganz lustig. Genau, und das vergrößert. Hast du wirklich schon Red Bull auch ausgetrunken? Nee. Als ob, Digga. Ja, dann trink mal, Mann. Du willst das andere auch noch trinken. Du musst ja irgendwie auch noch schaffen. Spätestens. Ach, okay. Schaff ich ja noch ganz easy. Ja, ich wahrscheinlich auch, aber naja. Wir können auch meinetwegen ein bisschen länger hier heute machen. Genau, wir machen hier so. Warum schreie ich eigentlich die ganze Zeit? Es tut mir leid. Eigentlich tut es mir gar nicht leid, aber trotzdem. Eigentlich nicht. Warum schreie ich eigentlich die ganze Zeit? Achso, wir wollten noch mal gerade in die geplanten Spielelemente reingucken. Aber wohl, leider mehr ist hier leider nicht bei diesem Drecks-Wiki. Ich guck mal gerade beim englischen Wiki. Weil ist da mehr. Da steht so ein You suck the... Ne, da steht wirklich mehr. Das ist kein Witz. Weil das deutsche Minecraft-Wiki einfach schad... No! Ach nee, warte, er war ja Schwede. No! Ja. Also Schwede, aber trotzdem prick. Nach 2 Minuten übrigens. Speedrun. Nein. Ach nee, was? Ist auch geil so, erst, ja nee, ich mach nicht mein Haus, ich mach da hinten diesen Stützpunkt und alles. Na, jetzt mach ich doch mein Haus und jetzt mach ich irgendwie das Lagerhaus. Das ist so Max, ne Leute? Hallo, willkommen auf dem besten Format auf YouTube. Bei dem besten Format? Hä? Vor allem auf dem besten Format. So ja. Strampelt auf Roma! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich leise so. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Leute, mir fehlt einfach ein fucking Holzstamm! Aber ansonsten sieht eigentlich symmetrisch aus. Symmetrie. Oh, jetzt hier Plant Versions hier. Junge, ich muss so hart pissen. Sagst du noch lauter? Piss! Okay, Leute, hier sind auch nicht bessere Angaben. Na, Moment, doch hier. Warte, das englische Wiki ist besser. Oh, Schnelligkeitsränke. Okay, ne, wir nehmen mal die Sachen, die erwähnt wurden. Okay. Weil da steht mehr. Naja, genau, das ist vielleicht das, was du meintest mit den Waffen da. Da hat einer vorgeschlagen, dass es so bestimmte seltene Werkzeuge und Waffen geben soll, die man ja dann nur bei so Kisten und durch Handeln kriegen kann. Okay.
Okay. Aber das gibt's nicht bei 1.16, das wurde nicht mal als geplant erklärt, sondern das wurde einfach nur erwähnt mal als Vorschlag. Okay. Dann natürlich der infamous Red Dragon, der nie eingeführt wird, was ich schade finde. Ja. Und die Zeit ist abgelaufen. So, die Zimmer sehen ein bisschen anders aus. Ich mache nochmal ganz kurz hier die Dusche. Und natürlich fertig. Seasons wurde schon gesagt, dass sie das niemals machen werden, glaube ich. Also so Jahreszeiten. Ja. Wäre ein bisschen blöd. Ja, ist auch vor allem schwierig zu machen. Und dann, was natürlich auch geplant wird, sind natürlich mehr Strukturen und alles. Und meine natürlich die Frage ist, wie viele man eigentlich überhaupt, das sind ja eigentlich eh schon so viele. Und dann natürlich mit den neuen Ärzten haben wir ja dann junge Netherite. Stärker als Diamanten tatsächlich, Leute. Das soll es in 1.16 geben, findet man nur im Nether halt natürlich. Meine lieben Freunde des Gamings, wir müssen jetzt schon abbrechen. Wir haben heute echt viel geschafft. Wir haben irgendwie... Ich habe wirklich mal viel geschafft, muss ich ehrlich sagen. Ja, du hast natürlich wieder viel mehr geschafft als ich, das war klar. Weil ich mich auch aufs Game konzentriere. Okay, eigentlich du auch, aber ich glaube... Ich war früher auch nicht so behindert, was das Bauen angeht. Ich weiß nicht, was da passiert ist in meinem Brain. Genau, ich habe einfach so Brain Damage. Du bist einfach der Brain Damage. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt hier schon mal. Die müssen mir beim nächsten Mal helfen, dass ich so viel schaffe wie sie. Ich dachte nämlich auch erst, du schaffst nicht so viel. Nee, ich hab jetzt... Aber du hast natürlich auch die ganzen Einrichtungen nicht gemacht. Hast natürlich auch wieder so wie ich einfach nur gebaut. 10% eine Einrichtung gemacht. Also zwei Räume halt mit Bett und Dusche halt. Und das da oben, ne? Das da oben halt hier nochmal. Das sind ungefähr so 20%. Dann habe ich Teppich gemacht in der ersten Folge. Hast du mehr geschafft als ich. Dann habe ich, Okay, ja, doch, du hast deutlich mehr geschafft als ich. Habe ich hier vorne den einen Teil abgerissen, habe ich das Netherportal kaputt gemacht. Da drüben habe ich schon mal angefangen zu bauen. Stimmt. Ich habe meine Farm unten zu Ende gebaut, das ist auch gut, was ich schon immer machen wollte. Ja gut, aber die war ja eh fertig. Ich würde einfach sagen, Leute, ich muss nämlich hart pissen. Und ich nicht. Wir sehen uns bei den... warum auch wohl. Wir sehen uns... Ich hoffe, nicht so viel wie du prick. Warte. Für eine geile Location. Wir sehen uns. Genau, beim nächsten Mal, Leute. Folge. Keine Ahnung wann, wir wissen nicht mal, wann diese Folge rauskommt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Minecraft von Dala Mission mit Dennis und Max. Genau. Übrigens ist es echt weird, ich glaube, alle Sendungen kommen so bei 27, 28 Minuten raus. So richtig unkonventionelle Zahl. So. Nicht irgendwie bei 30 oder so, nein, 28. Ja, dann ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und keine Macht den Drogen. Okay, ciao, Leute. Doppel!